Wir sind nämlich ganz froh, dass der Dieter Michael Krone diese Make Munich bei uns ist. Das war wie so ein Schubs. Der Nils hat uns ein Video geschickt. Schau mal, da hat jemand eine Papierflieger-Faltmaschine gebaut. Und das hat uns sehr fasziniert. Ich glaube, jeder, der im Raum ist, ist da hinten mal vorbeigekommen. Wie viele Blätter wurden heute verschossen übers Wochenende? Also übers Wochenende sind es über 5.000 gewesen jetzt. Ich habe mir noch was von euch geleugnet. Also ich denke mal, so 5.5 sind es das mittlerweile. Ja, ich glaube, da sind viele Herzen aufgegangen. Aber wir haben ja auch öfters telefoniert und im Gespräch kam auch auf, dass das gar nicht das Lieblingsprojekt ist, so faszinierend die Maschine ist, sondern dass das eigentliche Herz an dieser Leichtigkeit und der Einfachheit der Papierflieger liegt, richtig? Naja, das Problem ist für mich bei der Maschine ist, dass sie einen relativ mäßigen Papierflieger macht mit einem riesigen Aufwand. Und mein Hobby, Papierfliegerei, ist eigentlich genau das Gegenteil. Da versucht man mit einem Stück Papier, also mit ganz wenig Aufwand, ein fantastisches Technikspielzeug zu machen, das irgendetwas besonders gut kann. Ja. Ich glaube, wir tauschen mal die Mikrofone. Ja, also... Geht das ja? Besser, ja. Also, ich präsentiere Dieter Michael Krone mit seinen Papierfliegern als ein faszinierendes Hobby und bin ganz gespannt und traurig, dass ich nicht im Workshop war. Ja, das ist schade. Wir hatten einen schönen Papierflieger von Tokuya Toda, den Weltrekordhalter im Origami-Fliegen, aber ist okay. Wir werden das hier nicht ganz schaffen, was hier angezeigt ist. Ich habe eigentlich einen Vortrag von 90 Minuten und mehr, also von daher muss ich das Ganze ein bisschen einkürzen. Scheiße. Okay, es ist natürlich klar, dass Papierfliegerei mit Papier anfängt. Und dann ist es interessant zu wissen, wo und wann das Papier zu uns gekommen ist. Natürlich ist der Ursprung des Papiers China. Weiß jemand, wofür das Papier in China ursprünglich benutzt worden ist? Also ich sag mal so, es ist ein Seidenersatz, aber wofür wurde es ursprünglich benutzt? Ich denke, jeder, der hier im Raum ist, hatte das in den letzten 24 Stunden in der Hand. Klopapier. Okay. War ja nur ein Test. Okay. Also, von China, relativ früh vor Christi, erfunden, ist es sehr lange geheim gehalten worden, kam dann nach Japan und erst relativ spät in unsere Regionen mit der Schlacht um Samarkand. Da haben die Araber die Chinesen geschlagen und Papierhersteller gefangen genommen. Seitdem wurde dann Papier der Schriftträger im arabischen Sprachraum, kam dann ganz allmählich über die arabische Welt zu uns, wurde natürlich auch an uns verkauft, aber das Geheimnis der Herstellung blieb bei den Arabern. Und erst über den Umweg über Spanien kam das Papier dann zu uns. Ja, wir sehen also Deutschland relativ spät mit der Geißmühle bei Nürnberg und noch viel später kam es dann nach England, nach Skandinavien, Moskau und erst knapp vor dem 18. Jahrhundert kam es nach Amerika. Bis dahin wurden andere Schriftträger benutzt, also Vanillin, Pergament, Papyrus, Baumrinde, alles so ein Scheiß. Okay, da Papier nicht sehr haltbar ist und Papierflieger auch nicht sehr wertvoll, haben sich Historiker darum auch nicht gekümmert, jedenfalls nicht wirklich. Trotzdem lässt sich die Spur von den Papierfliegern relativ weit zurückverfolgen. Der prominenteste und Begründer, Vertreter der Papierfliegerei und Begründer ist Leonardo da Vinci, weil er in seinen, nennen wir es mal Notizbüchern, heute wird das Codice genannt, aber das sind eigentlich zusammengeheftete, selbstgemachte Blätter, über diese Papierflieger, über seine Papierflieger geschrieben hat. Da kommen wir noch zu. Wir sehen hier noch ein paar andere Stationen. Das hier sind Papierflieger oder Flugmodelle von frühen Pionieren der Fliegerei. Modelle wurden sehr gerne benutzt, um Sachen auszutüfteln. Es gibt dann Patentflieger und irgendwo so ab dem 19. Jahrhundert
hat man auch eine Chance, einen richtigen Papierflieger zu finden, der noch funktioniert. Hinter irgendeiner Kommode auf einem Dachboden. Aber die sind sehr selten. Ich sage mal, bis in die 60er Jahre ist es sehr, sehr selten. Gut, schauen wir uns das mal an. Leonardo da Vinci, Urvater der Papierfliegerei. Wir kennen alle die Luftschraube, das ist nun kein Papierflieger. Aber da ist schon die Idee, das Modell zu machen aus Papier, um einfach um Kosten zu sparen. Viel interessanter ist ein anderes Blatt oder eine andere Sache. In einem von seinen Kodizes schreibt er halt über Pappe. Pappe ist ja nichts weiter als stärkeres Papier. Und dass er vorhatte, das zu machen. Ob er es je gemacht hat, weiß ich nicht. Aber an dieser Stelle finden wir etwas. Auf einem anderen Blatt finden wir neben einer Flugmaschine, die ich nicht erklären kann, diese da unten. Und wenn ich das bei Drachenfliegern zeige, dann ist immer so ein Oh. Und ich sage Ihnen auch jetzt, warum. Das ist es nochmal größer. Und so sahen die ersten Flugdrachen aus. Man könnte annehmen, dass Leonardo nur deshalb nicht fliegen konnte, weil er die Materialien nicht hatte. Ja, also Bambus war zwar bekannt, aber trotzdem ist die ganze Sache relativ schwer. Ansonsten kann man das Grundprinzip des Drachenfliegers sehr gut erkennen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch die Verwandtschaft zum Papierflieger. Wir haben hier verschiedene Modelle von großen oder weniger großen Vertretern der Luftfahrt. Sir Georg Kelly kennt wahrscheinlich jeder, der sich damit beschäftigt. Der hat das erste Mal den Stand der Technik in der Luftfahrt zusammengefasst. Das sind tatsächlich Entwürfe, die in Patentschriften vorgekommen sind. Ja? Also ich glaube, deutlicher kann die Anleihe an einen Pfeil nicht ausfallen als hier. Ja? Die sind nie gebaut worden, natürlich nicht. Ja? Aber man sieht, zu der Zeit gab es schon Papierflieger. Ja? Alphonse Bonneau, wirklich bedeutender Modellbauer, ist leider nicht sehr alt geworden, hat sich mit 30 das Leben genommen. Und natürlich muss man auch Otto und Gustav Lilienthal erwähnen. Wir sehen da einen Doppeldecker von ihnen und einen Drachen. Man muss die Brüder eigentlich zusammendenken, weil sie haben viele Sachen zusammen entwickelt. Und das hat sich erst später, sage ich mal, geteilt. Und Gustav wird wahrscheinlich nur deshalb totgeschwiegen, weil er sich bis zu seinem Lebensende mit Ornithoptern beschäftigt hat, also mit Schlagflügelgeräten, die ja bekanntlich ohne sehr starke Motoren gar nicht fliegen können. Heute kriegt man das sogar fast hin, aber damals war das halt illusorisch. Gut, eine sehr, sehr schöne Quelle für Papierflieger sind Patente. Diese überleben relativ lange. Und ich habe hier mal eine Kiste. Das hier ist zum Beispiel ein Papierflieger aus dem Patent. Ich habe den nur nachgefaltet. Ich schau mal. Ja. Ich gebe hier einfach mal ein paar Schichten durch. Ich habe keine Ahnung, was die Leute mit den Patenten wollten, aber ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie es gemacht haben. Ja, nicht? Wie man sehen kann, es ist sehr schön dokumentiert, man kann es direkt nachbauen, das ist heute bei Patenten nicht immer der Fall. Es gibt auch deutsche Patente. Das beruht hier auf einen amerikanischen Vorläufer, klar. Man muss dazu sagen, hier ist nicht der Flieger patentiert worden, sondern die Fliegerspitze. Das heißt also, damals gab es schon einen Papierflieger, aber die Spitze, also ein Zusatzgewicht einer Spitze anzubringen, das war offensichtlich patentwürdig. Ja, wir haben hier ein sehr schönes, das ist allerdings eine Offenlegungsschrift aus Deutschland. Und hier ist schon, der Papierflieger als Katapultflieger angedacht, mit einem Schnäpsgummichen. Ja. Dann gibt es unzählige Kartonflieger, die man zusammenbauen kann. Auch sehr, sehr viele Varianten. Ich habe hier ein paar in dem Karton drin. Ich möchte bitten, dass sie drinnen bleiben. Da ist ein Flieger dabei, da steht oder eine Art Flieger dabei.
Die gibt es seit 1909. Auf meinem steht Spirit of St. Louis. Also ich gehe mal davon aus, dass der nach 1927 entstanden ist. Ja. Hier sieht man einige von diesen Dingern. Entschuldigung, 1919, das CME. Die sind leider ein bisschen altersschwach. Also der Karton bricht leider. Früher habe ich die aufgebaut, mittlerweile geht das nur noch sehr, sehr schwer. Ja. Okay. Wir sehen, die werden auch sehr, sehr viel für Werbung eingesetzt. Also ich glaube, um 1930 hat man alles mit Papierfliegern verkauft, jedenfalls in den USA. Öl, Farbe, Medikamente, sogar Cola. So. Und eine andere gute Quelle sind Papierfliegerbücher. Das Schöne an Papierfliegern ist ja, dass die Fallsprache international ist. Das haben die ersten frühen Bücher zwar nicht. Hier sieht man ein frühes Buch aus deutscher Veröffentlichung. Die erste Veröffentlichung, die überhaupt in Deutschland war, war wahrscheinlich Gerhard Katz. Ein wunderschönes Buch über Papierflugzeuge. Ja, diese kleinen Dinger, die man im Prinzip aus Karton und Klebstoff zusammenbastelt. Habe ich hier eine kleine Auswahl. Nur noch ein paar Patente. Also. Vielleicht mal auf der anderen Seite anfangen. Sehr schön sind die White Wings. Das sind welche aus Japan. Papierflieger. Okay, das sind also die ersten beiden deutschen Veröffentlichungen. Das ist Papierflugzeug und Papierflieger. Sehr demokratisch. Gerd Katz ist beim Wachsmuth Verlag erschienen und das andere ist in Leipzig erschienen. So, dann haben wir hier die vermutlich erste Veröffentlichung. Die wird in der Literatur relativ oft kolportiert. Ich kann es aber leider nicht verstetigen. Dieses Buch soll drei Gleiter enthalten, dummerweise aber zum Ausschneiden. Und von 1909 bis heute ist meines Wissens kein Exemplar erhalten geblieben. Und folgedessen kann man also auch nicht mehr sagen, ob es das auch wirklich gab. Ne? Andere Papierfliegerbücher gibt es natürlich in den unterschiedlichsten Ausführungen und Sprachen. Wie gesagt, da das Hobby international ist, man muss den Text ja nicht unbedingt lesen können, sind also auch durchaus japanische Veröffentlichungen interessant. Die haben da sehr schöne Modelle. Ich kann da Takuyo Toda empfehlen, der hat zwei wunderbare Bücher auf dem Markt, wo es sogar 3D-Volumenmodelle gibt, die aus einem Stück Papier gefaltet werden. Sein Space Shuttle zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel. Eine Abart davon hatten die Japaner sogar mal vor, ins All zu schießen, allerdings zusammengefaltet. Nee, ist kein Witz. Also wir hatten tatsächlich vor, 20 von diesen Fliegern zusammengefaltet ins All zu schießen, dort zusammenzubauen und dann aus der ISS herauszuwerfen und zu gucken, wo die auf der Erde ankommen. Irgendjemand muss ihnen das ausgetrieben haben, weil ist erstmal sehr schwierig, weil die müssen natürlich in die Atmosphäre eintreten, das heißt Spezialpapier, hatten sie schon entwickelt. Zweite Sache ist, das macht natürlich nur Sinn, wenn man die findet. Und dann überlegen wir mal, wie groß ist die Chance, bei 20 Fliegern einen zu finden. Also ich sag mal, ein Großteil ist sowieso schon mal im Meer. Dann gibt es noch ein paar Wüsten, ein paar riesige Steppengebiete und auch ein paar Wälder. Ja. Und irgendwann hat man gesagt, okay, also diese 300.000 US-Dollar umgerechnet sind es uns dann doch nicht wert. Aber lustig war's. Okay. Viel interessanter für uns heute sind die alten Wettbewerbe. Also es gibt den ersten internationalen Papierfliegerwettbewerb. Der wurde von Scientific America durchgeführt. Das ist heute sowas Ähnliches wie GEO. Also das wäre so ein vergleichbares Magazin. Interessanterweise brachten die den Artikel, also den Wettbewerb, und dieser Wettbewerbsaufruf wurde sehr oft nachgedruckt. Der wurde auch nachgedruckt in der New York Times. Interessanterweise und gut für uns, direkt hinter einem Artikel über ein Überschallflugzeug, was die Amerikaner damals gerade entwickeln wollten. Als Gegengewicht zur Concorde und zur TU-144. Das Ganze war für die Zeitschrift eine Katastrophe oder ein Segen. Die hatten über 10.000 Einsendungen
von Papierfliegern, allein 700 aus Japan. Noch zu interessant zu wissen ist vielleicht dazu, damals wurden die Papierflieger eingesandt mit einer Beschreibung. Geflogen wurden die im Wettbewerb von sogenannten Stellvertretern. Also die kriegten die Beschreibung in die Hand und dann warfen die Papierflieger nach dieser Beschreibung. Und wenn man sich dann die Ergebnisse anguckt, ist das schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Natürlich gibt es auch noch einen zweiten. Wir sehen, die Amerikaner sind da ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Die Japaner sind stärker. Das ist auch ungefähr ein Abbild der heutigen Situation. Es gibt zwei große Papierfliegernationen. Das sind die Amis und das sind die Japaner, die sich damit beschäftigen. Und alles andere läuft unter ferner Liefen. Leider auch Deutschland. In diesem Wettbewerb ging es also mehr um Flugzeuge. Es gibt ja beim Papierfliegen zwei große Grundrichtungen. Das sind die Faltflieger, die man tatsächlich aus einem Stück Papier faltet, möglichst ohne irgendwas, welche Hilfen, obwohl die nicht verboten sind. Also Büroklammer oder sowas ist nicht verboten. Und dann gibt es die Flugzeuge. Da ist eigentlich das Material mehr Mittel zum Zweck. Man konstruiert halt in Papier und baut damit Flugzeuge. Ne? Also die Form selber hat dann nichts mehr. Also wird da nicht mehr durch das Material bestimmt. In der Neuzeit gibt es die wundervollen Red Bull Paper Wings Contests. Wir haben hier die ersten beiden. Wir sehen, dass die Leistungen relativ moderat sind, also das macht da Sinn, teilzunehmen. Red Bull sagt selber, das sind Veranstaltungen von Studenten für Studenten. Das heißt, Studenten organisieren an ihren Hochschulen sogenannte Flyers, Quali-Flyers. Und die Besten werden dann meistens zu einem nationalen Final zusammengerufen. Und davon wieder die Besten fliegen dann nach Salzburg im Hangar 7. Das ist alle drei Jahre das erste Maiwochenende. Kann man sich 2018 schon mal vormerken. Das hier sind übrigens die Gewinner von 2012. Und ich habe auch noch die Gewinner von 2015. Und ich freue mich wirklich riesig auf diesen Herbst, wenn es dann endlich wieder losgeht. Die Webseite findet man relativ einfach. Entweder bei Wikipedia eintragen oder einfach Red Bull Paperwings in Google reintun. Wunderbar, findet man. Die Regeln sind auch einfach. Es gibt nur ein Stück Papier. Mit diesem Stück Papier darf man alles machen, man darf aber nicht kleben, man darf auch nichts abtrennen. Nur falten. So. Es gibt drei verschiedene Disziplinen. Die ersten beiden sind technisch, das ist Weitwurf, also Langstrecke. Andere Disziplin ist Ausdauer. Ausdauer bedeutet also, ich werfe den Flieger in die Luft und ich messe die Zeit vom Verlassen des Fliegers aus der Hand, bis er wieder auf dem Boden ankommt. Ja, dann können wir vielleicht nochmal zurückgehen. Ja. Oder auch nicht. Ja. Hier sehen wir das. Also weitester Flug, das ist schon recht gut. Also der Weltrekord liegt momentan bei 69 Metern und 14. Und das sind also schon recht gute Ergebnisse, die hier zu sehen sind. Allerdings im Langzeitflug ist noch viel Luft drin. Tokuyo Toda hält momentan auch den Weltrekord im Langzeitflug für A4-Papier. 29,2 Sekunden. Ich glaube, wenn ich so lange hier auf der Bühne stehen würde und nichts sagen, dann würde hier vielen sehr, sehr langweilig werden. 29,2 Sekunden, das sind Welten. Ich persönlich freue mich über 12. Ist auch schon schwer genug. Okay. Wir haben leider nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ne? Wir sind durch mit den 20 Minuten. Was ich vielleicht noch zeigen wollte, das sind hier diese wunderbaren Würfe von Tokuyo Toda, übrigens aufgenommen zum zweiten deutsch-japanischen Papierfliegerwettbewerb 2008 in Düsseldorf. Ne? Das ist seine Wurftechnik. Nach oben und dann fängt er an zu fliegen, da hat er Pech, da trifft er gerade die Ringe von der Halle. Ansonsten wäre das ein schöner Versuch gewesen. Man braucht sehr viel Platz für so einen Weltrekordversuch im Hochstart, also im Langzeitflug. 20 Meter Höhe sollte die Halle schon haben und man braucht auch ein bisschen Terrain, damit der Flieger fliegen kann. Das heißt also irgendeine Fußballarena, denke ich mal. Ne?
würde sich ja einigen. So Arroganz oder wie heißt das da? Keine Ahnung. Okay. Leider kann ich auf die anderen Punkte nicht eingehen, Technik und so weiter. Ach, ich habe hier übrigens noch eins mitgebracht. Das ist der Pokal oder Nachbau von dem Pokal vom ersten internationalen Papierfliegerwettbewerb. Den haben die damals verschenkt. Darum ging es. Also nichts weiter als ein Stückchen Plastik. Ja. Und ja, nannte sich Leonardo. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne noch die dritte Disziplin mal ganz kurz zeigen. Kann ich? Darf ich? Ja. Weil klar, also Ausdauer und Weite ist klar. Ne? Kann man sich was drunter vorstellen. Dritte Disziplin, Aerobatik. Nicht so wirklich. Ne? Tanzen mit Papierfliegern oder so? Schlecht. Nee, es geht da um Papierflieger-Kunstflug. Papierflieger-Kunstflug, das kann vieles sein. Das kann sein, Looping machen. Das kann aber auch sein, andere Figuren vorführen, durch Ringe fliegen oder ganz simpel einen Papierflieger steuern. Das geht, und zwar völlig ohne Fernbedienung, mit einem Stückchen Telefonbuch. Und das versuche ich jetzt mal vorzuführen. Also man kann damit tatsächlich einen richtigen Parcours abfliegen, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, das war's eigentlich, denke ich mal. Irgendwelche Fragen? Ihr habt ja alle leider den Workshop verpasst, jedenfalls die meisten. Hätte sich gelohnt. Wir hätten den Himmelskönig gefaltet. Ach komm, bist du. Der ist übrigens auch patentiert, nur mal so. Das war also Inhalt der Papierflieger-Workshops. Also vielen, vielen Dank erstmal. Ich persönlich bin sehr froh, dass dieser Contest von Red Bull nur alle 2 Jahre stattfindet. Alle 3. Da haben wir ja Glück gehabt, weil wir haben ja das erste Mai-Wochenende. Und vielen Dank, dass Sie da sind. Jetzt frage ich aber trotzdem ins Publikum, gibt es denn noch Fragen? Sie haben jetzt gesagt, dass man eine Halle braucht, die mindestens 20 Meter hoch ist. Finden die Wettbewerbe immer in Hallen statt oder gibt es auch welche, die draußen stattfinden? Richtig, also Papierflieger-Wettbewerbe müssen in Hallen stattfinden, weil die Fluggeräte ja relativ leicht sind. Also ein Blatt Papier A4, Kopierpapier 80 Gramm, wiegt 5 Gramm. Und wenn Sie da Luftzug haben, dann verfälscht das die Ergebnisse ganz gemein. Also alle Wettbewerbe finden in Hallen statt. Auch die Weitflugwettbewerbe. Auch da braucht man dann bei 70 Metern schon einen ziemlich langen Hangar, ne? Also damit das überhaupt noch funktioniert. Aber seien Sie getrost, normalerweise werden diese Leistungen nicht erreicht von Ungeübten. Das ist wie bei jeder Sportart. Die Profis, die sich damit beschäftigen, die können ungefähr das Dreifache von dem, was ein geübter Laie kann. Wenn Sie 20 Meter weit werfen, sind Sie spitze. Ja? Wenn Sie Ihren Flieger 8 Sekunden oder 10 Sekunden in der Luft halten, ist auch Spitzenleistung. Und dann kommt noch dazu, dass bei diesen Wettbewerben es nur eine beschränkte Anzahl von Versuchen gibt. Red Bull gestattet 2. Und 2 Versuche reichen normalerweise nicht aus, um einen guten Flug hinzubekommen. In der Regel braucht man, so ist jeder 10. einigermaßen akzeptabel. Das liegt einfach daran, dass es wirklich sehr, sehr trickig ist, den Papierflieger so in die Luft zu bekommen, dass er gut fliegt. Sie haben ja nur eine Chance, Sie können ihn ja nur werfen. So, und bei Höhe, also bei Langzeit ist zum Beispiel so, Sie können ihn nur hochwerfen. Und da machen winzige Winkeländerungen beim Abwurf eine ganze Menge aus. Sie werfen den hoch und dann muss er in die Fluglage kommen. Das muss er von alleine können. Da ist ja kein Pilot drin. Ja, Papierflieger sind viel anspruchsvoller als pilotierte Modelle. Ja, also jedenfalls in der Beziehung. Ne? Klar ist, will ich nichts über Elektronik sagen. Also klar kann das kompliziert sein. Ja. Danke. Weitere Fragen im Publikum? Ich glaube, da kommt was. Gibt es da jetzt irgendwelche neuen Papiere oder so, die, sag ich mal, super irgendwie Fortschritte gebracht haben? Oder ist es immer das gleiche Papier, das verwendet wird?
Also das ist eine berechtigte Frage. Es sind sehr viele Versuche gemacht worden in letzter Zeit. Ja, es sind sehr viele Versuche gemacht worden in letzter Zeit davon. Aber Papierfliegen ist sehr demokratisch. Es ist tatsächlich das normale, stinknormale Druckerpapier zu 80 Gramm, was sich in der Regel am besten eignet. Also man kann auch mal mit 100 Gramm probieren oder mit 70 Gramm, kein Thema. Aber es ist, also das Format ist ja eigentlich vorgeschrieben mit A4 oder Letter, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und es sind tatsächlich diese Grammaturen, die sich am besten eignen. Da stimmt einfach die Papiermasse zur Steifigkeit. Wenn sie noch steifer werden, also schwerer werden, dann kann man das nicht mehr gut falten. Blöd für einen Faltflieger. Ja? Wenn sie zu leicht werden, dann kann man das zwar wunderbar falten, aber sie können es nicht mehr werfen, weil ihnen das beim Beschleunigen zerknickt. Ja? Ja, also das ist sehr demokratisch, mit Spezialpapier kommen sie da nicht weit. Außerdem, bei den einschlägigen Wettbewerben ist es so, dass sie das Papier gestellt bekommen. Weitere Fragen? Ja. Man ja, ich habe nicht ganz aufgeräumt da drüben. Ja. Da liegt noch Papier rum. Na, hier fliegen die Papierflieger ja. Von der Seite. Keine Fragen mehr? Also ich hätte ja jetzt erwartet, dass jetzt alle zu Red Bull wollen, um Brause abzugreifen. Das ist tatsächlich ganz einfach. Man muss da nur erscheinen bei diesen Qualiflyern. Ich hätte noch eine Frage. Bei diesem Wettbewerb, das ist ja dann der Event, wo es die größten Innovationen gibt, wahrscheinlich. Ja, kann man sagen. Also es gibt jedes Mal, wenn ich nach Salzburg fahre, das mache ich jetzt seit 2012, bin ich jetzt dabei, ist jedes Mal ein Riesenspaß. Da sind auch richtig viele Leute da. Es ist nicht so, dass man denkt, das ist jetzt irgendwas Nerdiges. Ja, ist es. Aber das letzte Mal waren 30.000 Piloten, sind da angetreten in 80 Ländern. Und die besten 250 hat dann Red Bull nach Salzburg gekarrt. Das geht da über 3 Tage. Das fängt Freitag an, hört am Sonntag auf. Und da ist auch richtig Besucherverkehr. Also nicht gerade am ersten Tag, wenn dann die Proben sind, aber wenn die Wettbewerbe losgehen, ist da richtig was los. Geht es da vor allem um die Falttechnik? Also gewinnt der Sieger mit der besten Falttechnik oder die Kombination zum Wurf? Oder gibt es Spezialisten, die sagen, den habe ich jetzt irgendwie mal so hingekriegt, den tue ich wieder in meinen Karstall und nur für den besonderen Wettbewerb hole ich den raus? Ja, nein und ja. Also nein, es ist tatsächlich so, Falltechnik ist wichtig, klar. Wenn man eine gute Grundform hat, dann kann man da sehr viel mitmachen. Aber das ist tatsächlich nur ein Drittel von der ganzen Übung. Viel wichtiger oder genauso wichtig ist, dass man den Papierflieger richtig trimmt, richtig ausrichtet. Das ist etwas, was in der Schule immer vergessen wird. Also ja, große Flugzeuge müssen das auch machen. Die haben dafür extra Flügelchen am Heck. Ja, warum soll das bei Papierfliegern anders sein? Das Trimmen ist sehr, sehr wichtig. Und noch viel entscheidender ist die richtige Wurftechnik. Ja, mir nützt ein guter Flieger nichts, wenn ich keine Wurftechnik habe. Ich muss den ja möglichst viel Energie mitgeben, ohne ihn, sag ich mal, zu zerstören oder die Flugbahn zu verändern. Also in die falsche Richtung natürlich. Ja. Ja, es gibt Leute, die ihre Papierflieger aufheben. Das geht allerdings nur eine kurze Zeit. Papier ist leider ein recht schlechtes Baumaterial. Gerade dieses Druckerpapier ist recht schlecht. Das heißt, das altert. Und auch viele Falten, also die Falten verlieren an Schärfe nach einer gewissen Zeit. Das liegt einfach daran, dass die Luftfeuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Das ist halt Hydroskopie vom Papier. Und dadurch gruppieren sich dann die Fasern um und dann wird das weich und wabbelig und geht auf. Also ein Faltflieger wird normalerweise nicht sehr alt. Da haben wir dann 3 Kriterien. Gibt es denn noch weitere, wo Sie sagen, da muss man auf jeden Fall drauf achten? Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, das Schöne ist an der Papierfliegerei ja, dass man es überall und zu jeder Zeit machen kann. Da reicht das Memo vom Chef oder das Programmheft im Theater. Ja, das ist kein Witz. Also von der Amphore oben, also 2. Rang, nach unten werfen, ist super. Macht Spaß. Na, nur vielleicht nicht gerade, wenn die da unten spielen, aber in der Pause kann man das schon mal machen. Ja. Ist sowieso schön, also von hohen Plätzen gleiten zu lassen, die Flieger. Ja, dann hat man einen relativ guten Flug. Ich persönlich liebe Gleitflieger, weil die halt ein bisschen technisch sind und weil man ja sehr schön die Änderungen, die kleinen Trim
Finessen, die man sich ausgedacht hat, überprüfen kann. Man kann eine sehr, sehr lange Spaß dran haben, wenn man sich versucht, so einen Flieger zu bauen. Vor allen Dingen, wenn man versucht, einen eigenen zu machen. Ausreichend schwierig. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ja, aber, weil, wie gesagt, das sind richtige Flugobjekte. Man muss genau wie bei richtigen Flugzeugen Tragflächengeometrie mit dem Schwerpunkt abgleichen. Man muss sich über die Vortriebskraft Gedanken machen. Sind zwar Segelflugzeuge, klar, aber trotzdem, also auch dieses Gleitverhältnis muss man sich ein bisschen drüber Gedanken machen. Ja, vielen Dank. Ich gucke noch mal ins Publikum. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich sagen, Applaus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke.